Wahrscheinlich habt ihr alle schon einmal einige KI-generierte Videos von OpenAI's Sora, einem Text-zu-Video-Tool, gesehen, die ja schon wirklich sehr beeindruckend aussahen und die wirklich Lust gemacht haben, das Ganze einmal auszuprobieren. Das Problem ist, bisher ist Sora eben nicht für die Öffentlichkeit zugänglich und deshalb konnte man das eben bisher auch noch nicht selber ausprobieren. Das hat sich jetzt aber ein bisschen geändert und zwar gibt es jetzt eben ein neues Tool und zwar die Dream Machine von Luma Labs AI und die sieht eben schon auf einem ähnlichen Qualitätsniveau wie OpenAI's Sora aus und das ist eben ein Tool, das man jetzt tatsächlich selber schon ausprobieren kann. Hier könnt ihr einmal ein paar Beispiele sehen, die hier eben auf der Homepage von dem Ganzen schon einmal angezeigt werden und wie ihr sehen könnt, das Ganze sieht wirklich extrem gut aus und ich würde sagen, es ist auch ungefähr auf einem Level wie Sora von OpenAI, also das nimmt sich hier wirklich nicht viel. Wir können hier mal ein bisschen weiter scrollen. Also ihr seht, man kann das Ganze jetzt wirklich direkt schon ausprobieren und ich werde euch am Ende des Videos hier auch noch einmal einige Dinge und Videos zeigen, die eben andere hiermit schon generiert haben und die damit schon wirklich extrem coole Ergebnisse eben erreicht haben. Also das werde ich euch am Ende noch einmal einblenden, also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Jetzt schauen wir uns einmal das Ganze hier noch einmal kurz an. Ihr seht, also man kann hier wirklich extrem hochqualitative Videos schon generieren, eben wirklich von allem Möglichen. Und was eben auch extrem gut aussieht, ist, dass man hier eben wirklich auch so Kamerafahrten und alles Mögliche mit schon machen kann. Das heißt, man kann hier wirklich schon fast ganze Filmszenen eben mit dem Ganzen generieren und das eben einfach, indem man so ein bisschen Text eingibt. Was eben auch sehr cool ist, dass hier eben auch eine Funktion ist, dass eben die Charaktere wirklich konstant bleiben, wie ihr hier sehen könnt. Also bei anderen Tools, die es ja gibt, zum Beispiel OneWay oder Pika, die es ja bisher gab, die man kostenlos eben nutzen konnte, da kamen eben meistens noch nicht so überzeugende Ergebnisse raus, unter anderem eben auch wegen diesem Problem, dass eben die Charaktere, die man dort hatte, sich dann teilweise immer im Laufe des Videos irgendwie verändert haben und das ist hier eben nicht so, also hier bleiben die Charaktere wirklich konstant und ja, das Ganze sieht wirklich extrem gut aus. Dann hier, das finde ich auch sehr cool hier mit solchen Kamerafahrten oder hier, das fand ich auch sehr beeindruckend, dass es hier auch so einen Unterwasser-Shot gibt und dann geht das Ganze über Wasser, also es sieht schon wirklich wirklich wie eine Filmszene eigentlich aus, die ja auch wirklich richtig gut gefilmt ist. Oder auch hier mit diesem Explosionen hier, auch mit so einer Kamerafahrt. Also das Ganze sind hier natürlich wahrscheinlich sehr ausgewählte Beispiele, aber trotzdem ist es wirklich schon extrem cool, dass sowas jetzt einfach möglich ist, indem man eben einfach nur kurz ein bisschen Text eingibt und dann wird einem sowas hier generiert. Dann hier unten sind auch noch die Limitations, die es aktuell gibt, also was das aktuell noch nicht so gut kann. Und es ist hier eben einmal so Morphing, also Objekte zu verändern. Bewegungen sind teilweise auch noch ein bisschen schwierig und womit eigentlich hier alle Modelle aktuell Probleme haben, ist der Text. Also das scheint auch immer noch schwierig zu sein. Also das ist ja auch bei Bildgeneratoren aktuell noch ein Problem, dass es auch dort noch keinen Bildgenerator gibt, der das wirklich zuverlässig machen kann. Und dann hier sowas, dass scheinbar teilweise die Charaktere dann zwei Köpfe oder Gesichter haben. Das scheint auch noch aktuell häufiger vorzukommen. Genau, dann können wir jetzt einmal hier nochmal reinschauen. Also wenn ihr hier euch einmal kostenlos einen Account anlegt, sieht das Ganze so aus. Ihr könnt hier einfach eingeben, was ihr eben für ein Video generieren wollt und das Ganze abschicken. Also es ist super einfach aufgebaut. Das Problem ist, aktuell probieren das natürlich überall auf der Welt die Leute aus und wollen hier eben ihre Videos erstellen. Deswegen dauert das hier wirklich lange. Ich habe hier gerade schon einmal eine Generation gestartet. Und die ist hier jetzt wirklich schon seit einigen Minuten am Laden. Also das wird ein bisschen dauern. Ich werde euch am Ende das Ganze nochmal einblenden, wenn es dann auch fertig hier geladen hat. Also genau, so sieht das Ganze hier aktuell aus. Dann, was vielleicht auch noch einige von euch interessieren dürfte, ist, wie es hier mit dem Preis aussieht. Also man kann aktuell 30 Generationen im Monat hier kostenlos machen. Dann, wenn man eben mehr braucht, kann man eben ab 30 Euro hier 120 Generationen machen. Mit dem Pro-Plan sind es 400 Generationen für 100 Euro und wenn man dann wirklich das Ganze nutzen will, vielleicht irgendwelche Filme oder sowas damit zu erstellen, dann kann man hier den Premier-Plan für 500 Euro oder Dollar im Monat nutzen mit 2000 Generationen im Monat. Genau, also das war erstmal alles, was es hierzu erstmal so sagen gibt. Ihr findet den Link zu dem Tool auch immer unten in der Beschreibung. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch einmal einige coole Beispiele an, was eben andere Leute hier mit diesem Tool schon erstellen konnten. Okay, jetzt ist gerade auch hier mein Video, was ich generieren lassen habe, fertig geworden. Wir können mal kurz reinschauen. Und zwar habe ich hier eingegeben, ein Känguru, das gegen einen Boxer in einer Arena kämpft. Und das Ganze scheint hier noch nicht so gut funktioniert zu haben. Also ich kann hier keinen Känguru erkennen.
Und das Ganze sieht doch insgesamt etwas gewöhnungsbedürftig aus. Also ich denke, ihr könnt sehen, das Ganze ist natürlich noch nicht perfekt, also wahrscheinlich noch weit davon entfernt. Und diese Beispiele, die man hier sieht, sind wahrscheinlich eben auch, wie gesagt, sehr ausgewählt. Also wahrscheinlich haben die das Ganze eben sehr oft generieren lassen, um dann eben solche perfekten Dinge da rauszubekommen. Also man muss hier natürlich immer noch sehr viel ausprobieren. Aber ich denke, wenn man eben ein bisschen Geduld hat, dann können da eben schon wirklich extrem gute Sachen bei rauskommen. Aber natürlich nicht immer beim ersten Versuch, wie ihr hier bei dem Video zum Beispiel sehen könnt. Also, mein Video hat hier leider noch nicht ganz so gut geklappt. Ich werde jetzt nochmal ein bisschen hier mit rumprobieren und mal gucken, ob ich da noch eine coole Version ausbekomme. Und ihr könnt euch in der Zwischenzeit jetzt hier schon einmal einige der Beispiele anschauen, die schon wirklich gut funktioniert haben. At this point, life seemed to be a never-ending circle. Again and again, I did the same routine. Like that auto taxi that flies round and round. All changed when I met her. Yuki, the shrine keeper. She was trying to stop the robot sent to destroy the Tori. I felt the urge to help her and deactivated the bot. She thanked me and showed around the shrine's garden. I knew the corporation would send more bots, but at that moment, nothing else mattered. Only the shrine, only Yuki.
Hey, my name is Abel, and let me tell you the story of...